Hallo, da sind wir bei der dritten Mission und das ist der erste Part, ja logisch. Und der neue König, das Video zeigt euch jetzt, Arvelek, wie das verbündet sich mit Cardolan, jetzt da so steht. Aus Lindon und hält den Vormarsch Angmars an der Grenze entlang der Wetterberge viele Jahre lang auf. Dank der Macht des Palantirs von Amon-Sul schlägt Arvelek jeden Angriff zurück und durchschaut jede List. Nun bleibt dem Hexenkönig nur noch die gefährlichste aller Strategien. Ein direkter Angriff auf die Festung von Amon-Sul. Während kleinere Verbände die Truppen Cardolans und der Elben binden, attackiert seine Hauptstreitmacht die Festung. Obwohl Amon-Sul nicht zu den größten Festungen Mittelerdes gehört, beherbergt der Turm eine enorme Macht. Den Palantir des Nordens. Okay, Amon-Sul heißt die Mission. Und ja. Solange diese Feste steht, schützt sie die Länder des Westens vor meiner Rache. Dann wird sie fallen, mein dunkler Gebieter. Autsch, wir müssen ohne Gnade zuschlagen. Diese Würmer schützen die Mauern Amon-Suls nicht nur mit Zähnen und Stahl. Was? Nee, so eine Truppe verschwenden. Wissen Sie, ihren Schatz einzusetzen. Sie bündeln seine Macht mit diesen verfluchten Malarmbäumen. Aha. Dieser Baum teilt die Wolken, betäubt unsere Truppen. Du sitzt mal vorlesen. Jetzt, Menschen des Westens! Dieser Baum ruft die Dunedain Waldläufer zu Hilfe. Das sind die Exi vorher. Dieser Baum lässt Elbenwälder erblühen, um den Verteidigern der Erde beizustehen. Okay. Fällt die Bäume und seine Macht wird schwindigen. Gut, wir sind da zu dritt. Nein, ich dachte mir noch. Baumeister. Mit denen machen wir sie fertig. Macht euch bereit zu bauen! Hier warten Marmus auf euch, ihr faulen Maden! Sehr schwimmer mit Mühlen. Baut es stark, Angmar muss erstarken. Denn die geben Geld und so weiter, mit Geld kann man auskaufen, das stimmt. Ich werde mich rächen. Zerstört alle Malornbäume, okay, das mach ich. Wir sind hier fertig. Oh ne, was ist? Sonnenfackel, aha, Sonnenfackel, das ist das stärkste. Das kann meine Truppe einfach gerade auf einen Schlag töten. Okay, Bonusziel. Also aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen alle. Gut. Dann können wir so schön da mal ein bisschen erkennen. Können wir mal ein bisschen vorgehen. Die Schatten werden länger. Und sie dürfen alle sterben. Macht euch bereit zu bauen! Arbeitet für die Eisenkrone! Wir haben eine neue Halle des Königs gebaut! Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs! Zurück an die Arbeit! Okay. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden! So. Da oben sind sie. Den Haupt muss ich als erstes zerstören. Und der Rest der anderen sind nicht so wahnsinnig gefährlich. Unser neues Stunde Gebäude ist fertig! Ist gekommen. Kommt her! Was? Das ist ja vier. Ist bereit für Krieg! Okay. Wir holen unsere Heimat unser zurück! Unser neues Gebäude das ist das Ende des Westens ist nah! Bedeutet Schwäche! Sie werden alle... Der Stärkste und der Schwächste. Da nehmen wir die Gruppe.
Hexen können unter Huldar, das ist so schlecht. Vorwärts! Und der Ogasch und der Morgomir. Macht euch bereit zu bauen! Arbeitet für die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht! Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Magen! Okay, ich habe gerade kein Geld, Mann. Aber mal schauen, ob es geht. Nein, es geht wahrscheinlich nicht. Oder schon. Ha, so genial. Wo ist auch so geht's? Das Ende des Westens ist nah. Da 200. Ja. Versuch es mal. Mit diesem Zauber der Orks. Der Ding kaputt ist. Das können wir aggressiv tun, der ist stärker. Kannst du ihm gerade noch helfen, so jetzt kann der Boot. Zurück an die Arbeit! Noch mehr. Mord für den Hexen! An die Arbeit oder ich werfe euch den Wölfen! Okay, mehr nicht. So. Zerstört ihn. Ja, toll. Vielleicht kann ich einen Katapult machen. Nein. Hä? Hey, es geht ja einfach aus. Okay, die wird da. Und schon der erste Baum kaputt. Das war ja super. Die können noch ein bisschen weitergehen. Die Schlacht hat begonnen! Ah, Outlet. Da sind sie! Okay, die Eis ist stehen. Das kann man gar nicht sein. Ich weiß noch nicht genau, wie mein Plan aussieht. Okay, ich würde sagen, ich baue machen eine größere Armee. Die Eisenkrone ruft! Wir marschieren! Hol ich da aber in die Welt. Vorwärts! Da hat sie noch dumme. Menschen aus Angmar! Okay, leichte Bücher. Der Feind greift unsere Truppen an! Die Dunkelheit der Ziegen! So. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs! Darüber! Gut. Jetzt tue ich die Armee aufbauen. Okay. Und weiterhin die Türen kaputt machen. Das ist immer gut. Denn die Türen schießen viele und so. Und ja, je weniger Türen, desto einfacher wird es. Und solange Gegner zu blöd sind und nichts machen, ist das ja gäbig. Oder? Die haben es jedenfalls geschafft. Gehen sie jetzt dahin. Wir ziehen in die Schlacht! Wir ziehen in die Schlacht? Ja. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert! Gut. Nein, ist der Adläufer. Und da zuerst erforschen, das ist das da. Turmzeichen da. Für die, die es noch nicht begriffen haben. Und also da kann man jetzt Upgrades machen und da auf der dritten Stufe kann man da die Adläufer machen. Machen wir mal ein paar Double machen. Trauen. Aha. Okay, ich mache Schnee. Was mache ich da? Die brauche ich nicht, ich brauche sättige Schneetroll. Da ist ja alles von Waldläufer, wie man da sieht. Sie benutzen einen der Malonbäume, um die Wolken zu teilen und unsere Truppen zu blechen. Alle des Königs ist größer denn dies. Habe ich gerade noch mehr Truppen gesehen. Sie sprechen über einen der Malonbäume mit den Dunedain. Meine Stunde ist gekommen. Auf in die Schlacht! Ich diene jetzt dem Hexenkönig! Menschen aus Angmar! Weg da! Ah, die Dune! Meine Macht wird sie vernichten! So, tot. Rogas Feigkind.
Ich bin der Erste. Ich diene Eisenkron. Wir bauen für die Eisenkrone. Hörtet ihr? Der Feind ist hier. Sie erschaffen mit einem ihrer Malonbäume blühende Elbenwälder. Okay, das ist egal. Ich diene dem Schatten. Logos ist aufgestiegen. Die Dunkelheit wartet. Legionen, marschiert! Ja, schon denkt ihr schon. Ach, jetzt hätte ich noch Leben verloren. Bin so schwach. Die Dunkelstahlrüstung ist bereit. Ich bringe den Besten. Okay, wie man gesehen hat, hat euch auch ein bisschen angegriffen. König der Könige! Der Feind greift unsere Truppen an! Aber das ist uns egal. Läufer. Ich weiß jetzt gar nicht bei dir. Ich weiß auch nicht so wenig gekämpft. Nein. So. So weit kann die Arbeit! Egal, auch wenn es kaputt gemacht wird. Arbeitet für die Eisenkrone! Menschen! Er hat's auch geschafft. Wir marschieren! Also, Hexenkrone. Was? Also Hexenkönig und Morgomir dürfen auf Stufe 12, das ist das Bonusziel. Der Huldar auf Stufe 6. Mal schauen, ob er das alles überlebt, so schwach wie er ist. Gut, rüstig. Wir sind die Boten des Todes. Wir sind die Augen Angmars. Durch den Schatten. Wir sind hier fertig. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Da. Baut es stark! Meine Stunde ist noch kaputt. Und ich würde sagen, ich fange mal mit den Trollen. Oder nein, lieber nicht. Ich warte auf das Katapult. Das Gebäude ist fertig. Wo denn da kommt? Ja. Ja, ja. Rogash. Ja, jetzt sind wir da in einer Phase, wo man Katapult macht. Also ich meine einfach die Armee bereit macht. Also ja, gibt es halt nicht so viel zu sagen da. Und einfach immer ein das Gleiche machen. Oder soll ich den direkt angreifen? So wie es wahrscheinlich die meisten machen. Das ist aber schon ein bisschen stark. Fähigkeiten-Menü. Schau ich später an. Das Fähigkeiten-Menü. Die Dunkelstahlwaffen sind bereit! Dunkelstahlklingen. Hey Schuss, das ist schon kaputt. Des dunklen Herrschers. Eis. Was ist das? Eisschüsse heissen die. Da, mit denen setzt jetzt ziemlich viel schneller. Also jetzt noch genau, aber... Das Blutvergießen hat begonnen! Unser Baumeister wurde erschlagen! Sie greifen wieder an! Halt an! Mein Baum ist still. Jetzt heiss es. Das macht schon viel mehr Schaden. Menschen aus Angmar! Also, der Feind greift uns jetzt. Ja, es, sobald der Turm ist. Sobald der Turm kaputt ist, mache ich den mal den ersten Part fertig. Von diesem Game. Aufstieg. Hä? Ist das ein Bug? Geht ja nicht kaputt. Oh, wenn sie jetzt nicht. Ah, schon denke. Gut. Da wären wir. Auch schon am Ende von unserem ersten Part angelangt. Machen noch schnell ein paar Trüppeli.
Und dann gehen wir in den zweiten Part. Ja, und damit, ja, dann ist es der erste Teil fertig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Teile es denn gibt. Und wegen dem schreibe ich, ich weiß auch nicht, was ich herschreibe, aber jedenfalls gibt es sicher etwa 3 Parts, schätze ich jetzt mal. Ja, bis dann und zum zweiten Teil und tschüss.